Gut, also, lieber Carsten Frerk, du bist heute in Jena und wir haben uns da sehr gefreut, dass du gekommen bist. Du hast dich jetzt schon seit langer Zeit mit Kirchenfinanzen, mit... 12 Jahre, okay, also bist du da wirklich der Experte wahrscheinlich. Wie kam das zu dem Engagement? Also was war da der auslösende Moment dabei? Oder? Also ich bin da nicht kirchlich aufgewachsen und bin dann als Student in der Humanistischen Studentenunion gewesen und da hatten wir zwei Themen. Das eine war verantwortungsvolle Sexualität und das andere war eben Trennung von Staat und Kirche. Mhm. Und das fand ich auch sehr plausibel und das wurde dann immer wieder weg. Studium zu Ende, Familie gegründet, Kinder, berufstätig und so weiter heraus. Und dann war auch wieder so eine Berufsphase bei mir abgeschlossen und meine Frau sagte dann, schreib doch. Und dann habe ich gesagt, okay, kann ich ja schreiben. Und habe dann auch nach einigen Jahren meinen ersten Roman verkauft und habe gesagt, ich schreibe nie wieder Belletristik. Denn wenn du dir das alles selbst erfindest und selbst baust und konstruierst, du gehst ja Tag und Nacht nur mit diesen Figuren immer durch die Landschaft und nervst alle Leute, was du tust und nicht tust und all so Kram. Ich schreibe jetzt ein Sachbuch. Und habe ich überlegt, was interessiert mich? Und da kam dieser alte Reflex wieder zurück, so Trennung Staat Kirche. Und auch die Frage, das kann man glaube ich auch verkaufen, einem Verlag, denn alle Leute reden über die Frage, wie reich sind die Kirchen. Mhm. Und dann stellte sich heraus, es gibt dazu so gut wie keine Informationen. Und dann kam aber so ein Aspekt bei mir hinzu, je mehr ich darüber gearbeitet habe, umso mehr wuchs meine Entdeckerfreunde. Entdecker, weil ich entdeckte plötzlich ein christliches Deutschland mit Baugesellschaften, mit Reisegesellschaften, mit Familienheimen, Banken, Versicherungen, ja nicht so ganz unbedingt. Aber das Leben in Deutschland war dann plötzlich meine Feststellung, Menschen in einer religiösen Parallelwelt, die mir bis dahin völlig verschlossen war. Mhm. Und da hatte mich das Thema dann doch so gepackt. Und ich habe es dann auch das Glück gehabt, dass ich es zum Abschluss bringen konnte. Mhm. Also einfach durchgehalten habe. Aber dann bin ich halt ein sturer Hund. Was ich mal anfange, denke ich, da bleibe ich auch bei. Mhm. Okay, also da hat der Krimi quasi angefangen. Sozusagen. Und ja, welche Probleme sind dir da vorrangig irgendwie aufgefallen? Oder was gibt es da bei Staat und Kirche in der Verwebung? Oder? Ich denke, wir haben in Deutschland sehr ausgeprägt das Problem, dass wir eigentlich seit 1919 eine säkulare Rechtsordnung haben. Mhm. Und dass wir aber trotzdem so viel Altbestände, Altlasten immer noch mit uns herumtragen und auch leider immer noch genügend Politiker den Kirchen diesen Raum geben, weil sie Angst vor der Kirche haben. Mhm. Diese Kanzelpredigten der 50er, 60er Jahre, wo gegen die SPD gepredigt wurde, sind auch zum Beispiel bei der SPD nicht vergessen. Und dass es eine private Organisation sozusagen so viel politische Macht hat, mhm. Politik unter Druck zu setzen, in seinem eigenen Sinne zu beeinflussen, das finde ich ist ein Riesenproblem. Mhm. Okay. Ja, dann so die nächste Frage. Leitet sich da vielleicht auch ein bisschen her. Wie kann man dann die Situation beurteilen? Also gibt es da Erfolge? Gibt es da bei den entsprechenden Stellen, kriegt man da Gehör oder fällt das ab? Oder? Ich denke, wir sind in den letzten Jahren ja auf diesem Weg der Aufklärung sehr sachbezogen gegangen. Mhm. Und meine Arbeit ist ja vorwiegend, Tatsachen, das sind bei mir dann Zahlen, zu recherchieren, eben zu publizieren, die weitestgehend unbekannt sind. Und es gibt zwei so Elemente, die jetzt so eine Rolle spielen. Wir haben über diese Arbeit, das bin ich nicht, das sind auch noch ein paar andere Leute, doch in den Medien inzwischen eine Öffentlichkeit bekommen, auch einen Zuspruch, weil man merkt, wir haben Argumente, wir haben richtige Zahlen, das ist keine Propaganda, was wir betreiben, dass wir selber teilweise überrascht sind, wie positiv Medien über das, was wir tun, berichten. Und das andere ist, das muss man so trocken sagen, speziell in beiden Kirchen wird so viel Negatives, will ich mal sagen, gemacht. Missbrauchsskandal katholisch, Arbeitsbedingungen bei der Diakonie auf der evangelischen Seite und solche Elemente. Da brauchen wir gar nicht viel zu tun. Die Kirchen diskreditieren sich ganz von alleine. Man muss nur den Teppich heben. So. Die Kirchen diskreditieren sich ganz von alleine. Ja, also, ja. Und da kommen so verschiedene Elemente zusammen. Und sicherlich ist auch, weil ganz wichtig, heute Internet, Elektronik und sowas, Informationsmöglichkeit, Informationsaustausch.
Denn diese Feststellung, dass die Kirche die Jugend verloren hat, ist sicherlich auch mit einem Einfluss durch Bildung und auch durchs Internet. Und deshalb denke ich, es wird sich auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch einiges ändern, dass es auch hoffentlich zumindest, wenn es keine Gegenbewegungen gibt, in Deutschland doch mehr Möglichkeiten gibt, selbstbestimmter zu leben, als es heute der Fall ist. Ja, das sind ja schöne Aussichten. Ja. Gut, wenn man noch jung ist. Genau. Ja, vielen Dank, Carsten. Gerne. Wir bleiben dabei. Genau.